Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Wie ihr es schon seht, gibt es heute das Unboxing der Cena Nuff Edition von WWE 2K18. Bleibt aber dieses Mal auch wieder bis zum Schluss dran, denn ihr habt die Möglichkeit heute wieder jeweils eine Kopie für die PlayStation 4 und eine Kopie für die Xbox One zu gewinnen. Also bis zum Schluss dranbleiben. Fangen wir aber mal mit der Cena Nuff Edition an. Die Vorderseite 15 Years und wir sehen hinten viele John Cena Logos. Wir gehen mal auf die Hülle außenrum ein und schauen uns mal direkt an, wie schon vorne das WWE 2K18 Logo, 15 Years, unten der Inhalt nochmal als Text aufgelistet. Dann hier haben wir auch nochmal John Cena auf der Rückseite. Das Ganze noch bebildert mit schönem Text, könnt ihr gerne lesen, drückt einfach auf Stopp, dann könnt ihr den schönen Text hier lesen, wenn ihr was erkennt. Und auf der anderen Seite Cena Nuff. Was ich dieses Jahr richtig toll finde, ist, dass wir dieses Mal, dass es dieses Mal kein komplettes, kein kompletter Karton ist, sondern wir so einen Schieber haben, der das Ganze um einiges edler wirken lässt. Ihr seht, weg mit diesem Schieber. Und wir sehen den Karton, der sich darunter befindet. Hier jede Menge Logos aus der Karriere von John Cena, was er so alles benutzt hat. Hier Never Give Up, das Lilane, das Grüne, Chain Gang Soldier, alles dabei. Finde ich optisch richtig toll gelungen. Vor allem, wenn dieser Schieber noch darüber ist, richtig geil. Auf der einen Seite das 2K-Logo, auf der anderen Seite geht diese Collage von John Cena-Objekten oder Logos weiter. Auf der Rückseite geht es auch weiter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Wir holen jetzt mal das raus, was drinnen ist. Dazu öffnen wir das Ganze oben. So sieht das Ganze aus. Und wie versprochen, hier drin ist natürlich auch die Deluxe Edition von WWE 2K18. Das heißt, das sind alle möglichen Season Pass Codes dabei, plus die ganzen DLCs und natürlich das Kurt Angle Pre-Order Pack, die ganz normale Deluxe Edition. Dieses Jahr finde ich besonders cool, dass 2K18 hier, dass das ja ein bisschen erhoben ist. Wirkt auf jeden Fall richtig, richtig schön. Das heißt, von hinten auch die ganz normale Version. Wer es kennt, dürfte keine große Überraschung sein. Die Rückseite. Wir schauen mal kurz rein. Und natürlich die Disc von WWE 2K18. Hier der Code für die gesamten Deluxe Edition Sachen. Kurt Angle, der Season Pass und die ganzen Sachen aus der Cena Nuff Edition. Die zwei John Cena 2006, 2010, Batista und Rob Van Dam. Hier auf der Rückseite natürlich der Code. Dann Werbung für WWE Supercard. Da ist ja auch noch ein toller Code drin. Den verlose ich dann am Freitag. Dazu ein bisschen mehr später noch. Und das Handbuch. Ja gut, wenn man das noch wirklich Handbuch nennen kann. Da ist eigentlich nur welche Lizenzbedingungen drin. Ja gut. Hier steht jetzt noch eine wichtige Information drin, dass die Online-Service von WWE 2K18 am 31. Mai 2019 abgeschalten werden. Bis dahin werden wir das Spiel wahrscheinlich aber ja, sowieso nicht spielen. So, das war jetzt das Spiel an sich. So sieht die Deluxe Edition aus, wenn man sie im Laden kauft. Aber wir haben hier natürlich die Cena Nuff Edition und die schauen wir uns mal jetzt noch etwas genauer an. Ebenfalls Inhalt der Cena Nuff Edition ist natürlich dieser Supercard Code, der einige tolle Karten für WWE Supercard, was ich natürlich selber nicht spiele. Ich wurde mit diesen Spielen nie wirklich so warm. Das heißt, hier gibt es eine John Cena Card, eine Rob Van Dam Card, eine Batista Card und eine Rückseite Cena Nuff Card Back. Diesen Code könnt ihr bei mir am kommenden Freitag gewinnen. Seid einfach bei twitch.tv/paraflow.de dabei. Wir spielen an diesem Freitag, also am kommenden Freitag, den Universe-Modus von WWE 2K18 und am Schluss könnt ihr diesen Code gewinnen. Also seid dabei twitch.tv/paraflow.de, um diesen schönen Code hier zu gewinnen. Aber schauen wir mal weiter rein, was hier noch alles Inhalt dieser Box ist. Ich habe da schon mal reingespitzt und jetzt kommt erstmal das
Ja, wir machen erstmal das andere. Hier. Die exklusive WWE 2K18 Cena Nuff Figur. Ist auf jeden Fall super getroffen. Ich werde das jetzt hier nicht auspacken, denn ich denke, es hat doch einen schönen Sammlerwert, wenn man es noch in der Packung lässt. Aber wir können sie mal direkt noch ein bisschen anschauen. Hier auf dem Wristband steht auch nochmal John Cena, Cena Nuff, hier nochmal John Cena. Ja, das Ganze kann man anscheinend auch ausziehen und auf der Rückseite von diesem WWE 2K18 John Cena. Das ist die Figur, die Teil dieses Paketes ist. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man wie letztes Jahr zum Beispiel so eine 20-30 cm Figur hätte, die man sich hinstellen hätte können. Aber ist in Ordnung. Ich bin zufrieden mit dieser Figur. Kann man machen. Letztes Jahr mit Finn Balor, mit dieser Finn Balor Figur fand ich es ein bisschen schöner, aber es geht schon. Ist es in Ordnung? Es ist in Ordnung. So, das ist die John Cena Figur aus der Cena Nuff Edition. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Als ich das zum ersten Mal sah, war ich, ja, ziemlich überwältigt, weil ich mit, ja, ein bisschen weniger gerechnet habe. Das ist übrigens dieser Inlay Tray, auch mit diesem kompletten Cena Logos drauf. So, in der Packung befindet sich so ein Karton. Ich habe mich erstmal gefragt, was zum Teufel ist das überhaupt? WWE 2K18. Ich kann ganz genau sagen, was das ist. Ich glaube, ihr seht das schon. Von diesem historischen Moment vom Royal Rumble 2017. Wie bleibt es so stehen? Das muss ich mal ein bisschen umdispositionieren, dass das ja auch alles nicht stehen bleibt. Bleib stehen, bitte bleib stehen. Lass mal, machen wir es so. Man sieht aber nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Ein bisschen umdispositionieren. Das machen wir schon irgendwie. So, jetzt ist wahrscheinlich besser. Das ist ein Stück der Ringmatte von einem ganz besonderen Moment, denn beim Royal Rumble 2017 hat natürlich John Cena die WWE World Heavyweight Championship gewonnen und hat damit den Rekord von Ric Flair von 16 World Title Gewinn abgeschlossen, eingestellt natürlich. Und diesen historischen Moment sehen wir hier mit Originalautogramm. Da gab es ja ein kleines Video auf WWE.com, glaube ich, war das. Und hier haben wir, wie gesagt, ein Stück der Ringmatte plus Originalautogramm. Und das Ganze befindet sich in so einer Plexiglasscheibe. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Auf der Rückseite haben wir noch so einen Anstecker hier, dass wir das Ganze auch aufhängen können. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Goodie. Und mein persönliches Highlight in dieser Edition. Das war eigentlich schon der Inhalt der Cena Nuff Edition, die Figur, dann diese Plakette mit dem Ringmatte, die Deluxe Edition von WWE 2K18 und natürlich dieser Supercard Code. Wie gesagt, diesen Supercard Code könnt ihr diesen Freitag bei mir bei twitch.tv/paraflow im Stream gewinnen. Seid dabei, twitch.tv/paraflow.de, und jetzt habt ihr noch die Chance. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Jetzt habt ihr noch die Chance, eine Version für die PlayStation 4 und eine Version für die Xbox One zu gewinnen. Hier haben wir die guten Sachen. Eine Version für die PlayStation 4 und eine für die Xbox One. Was müsst ihr machen? Schreibt einfach in die Kommentare, welchen Rekord die Plakette, die sich in der Cena Nuff Edition befindet, welchen Rekord die denn abbildet oder welchen eingestellten Rekord die da abbildet. Einfach mal in die Kommentare schreiben, damit nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, bei Instagram, Twitter oder Facebook teilzunehmen. Weitere Infos und allgemein weitere Infos zum Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung. Das war das Unboxing der WWE 2K18 Cena Nuff Edition. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Cena Nuff Edition haltet und ob ihr den Preis von 150 € gerechtfertigt findet.
Gebt auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert diesen Kanal mal für mehr WWE 2K-Stuff. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag, wann ihr halt dieses Video schaut und ciao.